Willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute eine meiner liebsten Anleitungen von denen, die ich so geschrieben habe. Da habe ich ewig dran rumgetüftelt. Es sind diese Anker. Es war nämlich gar nicht so leicht, alle Formen so hinzukriegen oder so hinzukriegen, dass ich zufrieden war. Und irgendwann war ich zufrieden. Es gibt die Anleitung bereits in meinen Shops gegen einen kleinen Aufpreis als PDF mit ganz vielen Bildern und Schritt für Schritt erklärt. Und heute gibt sie dann eben auch als Video. Und dafür brauchen wir Baumwollgarn, zum Beispiel die Catania von Schachenmeier, eine 3 mm Häkelnadel, eine Schere und eine Nadel zum Vernähen der Fäden. Und ja, sucht euch eine Farbe aus und legt los. Viel Spaß dabei! Der Anker besteht aus 3 Teilen, dem Schaft, dem Stock und den Arm. Und wir beginnen mit dem Schaft. Für den Schaft schlagen wir 15 Luftmaschen an. Zehn. Und 15. Jetzt häkeln wir feste Maschen auf die Luftmaschenkette und wir beginnen in der zweiten Luftmasche von der Nadel aus. Wir häkeln jetzt feste Maschen, immer nur in ein Maschenglied. Und oben in die letzte Masche häkeln wir dann keine feste Masche, sondern etwas anderes, sage ich gleich. Und damit kommen wir dann auf die andere Seite der Luftmaschenkette und können da dann wieder auch in festen Maschen uns nach unten bewegen. So, noch ein paar Maschen. Und wie gesagt, die letzte, beziehungsweise ist die erste, die wir angeschlagen haben. Ich schlage die Luftmaschenkette immer mit einem Fadenring an. So, in diese Masche häkeln wir jetzt 10 Stäbchen. Das ist dann ganz oben. Jetzt rollt sich das hier so hoch, das stört ein bisschen. Genau, also 10 Stäbchen, das ist dann oben eben der oberste Punkt vom Anker. Das ist ja so rund. Und da eignen sich die Stäbchen super. Und dann sind wir eben auch gleich auf der anderen Seite und können uns da wieder runterarbeiten. So, jetzt habe ich natürlich nicht mitgezählt. Ich glaube, 5 habe ich, fehlen nochmal 5. So, und nachdem wir jetzt die 10 Stäbchen in die letzte Masche gehäkelt haben, häkeln wir wieder mit festen Maschen uns hier entlang, um nach unten zurückzukommen. Und den Faden, das sage ich jetzt schon mal, weil ich sowas sonst gerne vergesse und überschwänglich den Faden abschneide, den können wir jetzt gleich ein bisschen länger abschneiden, weil er nicht vernäht wird. Denn mit dem können wir prima nachher die Arme annähen. So, gleich geschafft. Also es müssten auf jeder Seite 13 feste Maschen sein. Zweimal 13 feste Maschen und oben eben 10 Stäbchen. So, jetzt bin ich auch schon unten angekommen und schneide, wie gesagt, den Faden etwas länger ab, damit ich den gleich noch zum Annähen benutzen kann. Sind hier, diesen Faden können wir gleich vernähen. Den kann man sich noch ein bisschen länger ziehen, je nachdem, wie groß man hier das Loch haben möchte. Und ja, wir häkeln jetzt aber erstmal alle Teile und dann vernähe ich die Fäden. Weiter geht's mit dem Stock, also diesem Querbalken, kurz unterhalb
vom Anfang des Ankers. Und für den Stock brauchen wir auch wieder eine Luftmaschenkette mit 11 Luftmaschen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, die wir brauchen. Und die 11. ist im Prinzip wie eine Wendeluftmasche, denn wir häkeln jetzt in die zweite von der Nadel aus eine feste Masche und das machen wir die ganze Reihe über. Also 9 mal feste Maschen. Ups. Auch wieder nur in ein Maschenglied, wie eben. Und in die letzte Masche kommen dann aber nicht Stäbchen, sondern einfach 3 feste Maschen. Die sind wieder die Hilfe, um auf die andere Seite zu kommen. So, also in die letzte 3. Na, jetzt hat sich das hier so ein bisschen verschoben. So, also in die letzte häkel ich jetzt 3 feste Maschen. Und auf dem Rückweg häkel ich jetzt keine festen Maschen, sondern Kettmaschen. Macht so eine schöne Kante. Und diese Seite, die mit den Kettmaschen, die nähe ich gerne nach oben. Mit der, also, dass diese Seite nach oben zeigt, dann an den Schaft. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir alle Teile gehäkelt haben, die Fäden vernäht sind und es ans Annähen kommt. So, das ist meine letzte Kettmasche. Den Faden können wir hier, ja, kann auch ein bisschen länger lassen. Den muss man dann aber beim Vernähen erst ein Stückchen hier hinten durch die Maschen zur Mitte ziehen, weil dann hier der Schaft ist. Aber das machen wir dann gleich. Jetzt müssen wir als letztes noch die Arme häkeln, den interessantesten Teil, an dem ich am längsten getüftelt habe. Und wie soll es anders sein? Wir fangen schon wieder mit einer Luftmaschenkette an. Diesmal sind es 16 Luftmaschen. Ups, 10. Das will nicht. So, 10 habe ich, fehlen noch 6. 16 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir wieder in die zweite Luftmasche von der Nadel aus, unsere erste feste Masche. Und zwar die erste von 5 festen Maschen. Also 1, 2, 3, 4 und 5 feste Maschen. Jetzt häkeln wir ein halbes Stäbchen. In die nächste Luftmasche ein Stäbchen. In die nächste Luftmasche jetzt 2 Doppelstäbchen. Das ist das erste. Und in dieselbe Masche jetzt nochmal ein weiteres Doppelstäbchen. So. Und jetzt geht es wieder zurück mit einem Stäbchen. Also was heißt zurück? Wieder runter. Wir wenden ja nicht und häkeln nicht zurück. Also ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen. Und jetzt gibt es wieder feste Maschen, aber nicht 5, sondern 4. Na. Und dann bleibt eine Masche übrig. Und in diese Luftmasche häkeln wir jetzt 6 Stäbchen. Ups, jetzt habe ich sie mir ein bisschen eng gezogen aus Versehen. Wollte ich eigentlich gar nicht. So,
Also 6 Stäbchen in diese eine, unsere letzte Luftmasche. Die Hälfte habe ich. Fünf. Und die sechste. So, jetzt sieht man schon so ein ganz klein bisschen die Form, die es hinterher haben soll. Und hier oben entlang häkeln wir jetzt 14 Kettmaschen. Zurück zur anderen Seite. In die anderen, also in die Maschenglieder der Luftmaschenkette auf der anderen Seite eben. Acht, nee, gar nicht, war neun, war es, glaube ich, schon. Ach, immer dieses Mitzählen beim Video aufnehmen. Also es sollten 14 Kettmaschen sein. So, also dass ich so bis hierhin muss. Und hier in diese Stelle, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann, aber im Prinzip da, wo wir vorhin ja nicht reingehäkelt haben in die Luftmasche, weil es die direkt an der Nadel war, da häkeln wir jetzt nochmal 6 Stäbchen. Damit das auch so aussieht wie auf der anderen Seite. 2, 3, 4, 5 und noch ein letztes, sechstes Stäbchen und dann eine Kettmasche zurück hierhin. So. Den Faden können wir jetzt normal abschneiden. Alles ein bisschen schon mal in Form bringen. So, hier fällt es jetzt ein bisschen größer aus. Aber das können wir jetzt gleich alles beim Fädenvernähen ein bisschen in Form bringen. Also hier vernähen wir jetzt beide Fäden. Hier nur den oberen. Und hier können wir auch den Anfangsfaden vernähen und den anderen lassen wir, um gleich alles zusammenzunähen. Nicht alles, aber das an das. So, ich vernähe mal schnell die Fäden. Ich habe jetzt die Teile kurz noch von hinten gebügelt nach dem Vernähen der Fäden. Ach, nur ganz kurz, wie man sieht, biegt sich das noch hoch. Jetzt legt man die Arme so auf den Schaft, dass der mittig positioniert ist und näht das von hinten fest. So. So, den Faden noch hinten vernähen und abschneiden. So, und jetzt fehlt nur noch dieser Stock, so nennt er sich. Und hier diese Kettmaschenreihe nehme ich, wie gesagt, gerne nach oben. Das ist dann auch so leicht gebogen. Und ich gehe einmal mit dem Faden nach hinten und durch ein paar Maschen dann so ein bisschen weiter rüber in die Mitte. So. Und jetzt kann man den Faden auch einfach nutzen, um das hier anzunähen. Erst genau positionieren, wo man es haben möchte und dann mit ein paar Stichen festnähen. Mache das jetzt alles mal ein bisschen schneller.
aber so wisst ihr, wie und wo die einzelnen Teile positioniert werden. So, nach hinten vernähen, Faden abschneiden und fertig ist der Anker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Ahoi!